So. Tut mir leid, dass ich hier so viel hin und her gedingst habe, aber jetzt so viel rumgetrödelt habe. Wir fahren jetzt endlich los. Keine Sorge. Schicke Brücke. Oder was das ist. Ach, das ist hier so eine. Das ist sehr interessant. Ach, das ist die Bahn. Ah. Wohl. Wow. Manchmal ist es mit dem Controller ganz schön schwer so rumzulaufen, weil manchmal überschreitet man so einen Punkt, wo dann so ganz schnell so. Ach, diese Statue mochte ich schon immer. Schön, nicht? Ja, die ist wirklich schön. Was der Schöpfer wohl damit ausdrücken wollte? Naja, die Schwurbeligkeit von New Atlantis. Ist doch logisch. Die wunderbare Verschwurbelung. Guten Abend, Sir. Guten Abend. Sicherheitsscanner, chemische Detektoren. Die United Colonies sind für alles gewappnet. Warning. Active Launchpad, do not proceed unless authorized. Trespassers will be pursued. Okay, okay. Ein diplomatisches Visum? Das ist doch wohl Witz. Gesandte brauchen seit dem Koloniekrieg keine diplomatischen Visa. Gesetz ist Gesetz. Und dieses Gesetz gilt noch. Sicherheitscharta von New Atlantis, Anhang 2308, Artikel 2, Paragraph 8. Lächerlich, das hast du dir doch nur ausgedacht. Der Krieg ist seit bald 20 Jahren vorbei. Ich bin Vertreter Evans Chisholm vom Freestar Collective. Ich komme seit Monaten her und versuche, den Frieden zu bewahren. Ich mache die Gesetze nicht, Vertreter. Ich setze sie nur durch. Schönen Tag wünsche ich, aber anderswo. Schönen Tag noch. Kann ich helfen? Der Anhang, den du erwähnt hast, kann jetzt nicht mehr ausgesucht. Braucht man ein diplomatisches Visum, um New Atlantis betreten zu dürfen? Ein was? Oh, du hast wohl meine Unterhaltung mit dem Vertreter gehört, was? Nein, alles gut. Das ist nur ein kleines Spiel, das ich gerne mit den Typen vom Freestar Collective spiele. Damit sie wissen, wer hier in New Atlantis der Boss ist, weißt du? Diplomatisches Visum. Nett, nett. Sowas brauchen die Politiker seit dem Koloniekrieg nicht mehr. Ach, das hast du gehört. Wie gesagt, er braucht eben ein diplomatisches Visum. Ist doch nicht meine Schuld, dass er die Gesetze nicht kennt, oder? Ja, klar. Hätte ich machen können. Ich könnte auch sagen, dass du mich angegriffen hast. So ist das, wenn man Macht hat. Und jetzt schwör ab. Das ist lieb von dir. Was? Siehst du nicht, dass ich beschäftigt bin? Ich entschuldige bitte den Tonfall. Nein, mir geht es nicht gut. Ich muss dringend in die Botschaft, um zu arbeiten. Aber unsere übereifrige Security will mich nicht in die Stadt lassen. Angeblich brauche ich ein diplomatisches Visum, was bei meinen vielen Besuchen in New Atlantis noch nie der Fall war. Kennst du, wie mir da helfen könnte? Ich kann mit ihm reden. Oh, wirklich? Und ich reiße dir fast den Kopf ab. Entschuldige. Ich bin nur, nun ja, überrumpelt. Könntest du vielleicht in die Botschaft des Freestar Collective gehen? Ja, da wollte ich hin! Mit einem Diplomaten reden. Der wird wissen, was zu tun ist. Schön, wie du deine Stimme plötzlich so ganz anders, kein Thema, jeden Tag eine gute Tat. Ach, danke. Ich warte hier, bis die Botschaft die Kavallerie schickt. Was soll ich auch sonst tun? Ja, Hauptsache, die lassen mich rein, denn ich brauche einen Termin, mein Freund. Ohne Termin komme ich dann nämlich nicht rein. Du wirst beim Betreten der Stadt. Ja, ich weiß es doch. Okay, kein Kopfgeld. Dann schön. Können wir da hinten einfach rumgehen? Ach, guck mal, das wusste ich auch nicht. Ich hatte es noch nicht ausprobiert, wo man hier eigentlich sonst noch so rumkommt. Achso, nee, das ist nur die andere Mission mit dem. Okay. Mit unserem Schiff. Warte, dann gehe ich mal kurz einmal auf die. Ich mach das mal kurz hier. Was ist. Nee, hoch.
Keine Quest? Wie keine Quest? Das ist keine Quest? Okay, das ist keine Quest. Ich werde es trotzdem mal machen. Dann laufen wir mal da drüben hin zur Bahn. Ich weiß nicht, wie wir sonst dahin kommen. Und dann, ja, es hat jetzt die Frage Master Strict. Ich denke Master Strict, ne? Ja, gleich spannend hier. Kriege ja jetzt in dem Part, die ganze Zeit passiert nichts, in dem Part geht es hier richtig spannend los. Wohin das alles wohl führt? Da wollten wir eigentlich losfliegen, aber noch ein Tag, das noch hier. Ein Credit. Ja, noch ein Tag, noch ein Credit. James. So, wir wollen nach da hinten. Hauptsache wollen wir da. Wir wollen nach. Da wollen wir hin. Hey, wo seid ihr von der Freestyle? Freestyle Collective? Dann sah gerade so nach irgendwas aus. New Atlantis ist echt sauber. Okay. Ich dachte, sie hätte so eine Adler da auf dem Hut gehabt. Kann ich jetzt bitte mit jemandem da reden? Verzieh, wenn du hier keine Geschäfte hast, dann troll dich lieber. Ich hab aber Geschäfte. Ich hab aber Geschäfte, Mann. Da ist so ein Typ. Der muss rein. Ohne einen Termin spricht niemand mit der Botschafterin. Oh. In die Botschaft kommen nur Leute, die einen Termin haben. Willkommen in der Freestar-Botschaft. Kann ich behilflich sein? Ja. Oh, typisch UC Security. Sie nutzen jede Gelegenheit, uns zu tyrannisieren und spielen trotzdem noch die Opfer. Ich kläre das mit den Leuten beim Raumhafen. Danke, dass du uns Bescheid gegeben hast. Sehr schön. Dankeschön. Warte, kannst du mir noch was erzählen oder so? Keine Sorge, ich werde den Vertreter von unseren Leuten abholen lassen. Gut, also tatsächlich bleibt dabei. Einfach nur. Ja. Mehr gibt's anscheinend nicht hier zu Dingsen zu erzählen. Anscheinend ist die Tante einfach nur dafür aufgetaucht, für diese Nicht-Quest jetzt, oder? So wirkt es. Die war ja vorher nicht da, glaube ich. Oder ich habe sie übersehen, aber ich glaube, da saß vorher niemand in der Rezeption. Oder am Empfang. So. Huch. Ich hoffe, Sarah ist nicht schon maximal genervt von uns. Aber sie macht ein bisschen Sport, das ist doch gut. Ist ganz schön dunkel jetzt schon. Naja. Mitten in der Nacht kann man ja auch losfliegen. Also, hoffe ich. Ich hoffe, wir kriegen eine Starterlaubnis. Bin ich Siedler? Das kann sein. Da hat jemand sein Gepäck stehen lassen. Ich finde das halt so komisch, dass hier wirklich steht, man darf das nicht betreten, aber dass irgendwie kein Personal ist, dem ich sagen kann, so, ey, ich will ja jetzt losfliegen und so. Alles in Ordnung mit meinem Schiff? Die Ansaugrohre sind ein wenig verstopft. Die reinigen wir. Okay, danke. Alles in Ordnung? Das Ding hat schon bessere Zeiten gesehen, oder? Hey, mobb nicht mein Schiff.
Und Vasco lassen wir jetzt einfach hier? Oder... Ey, was machen... Wie machen... Ich weiß nicht, ob ich ohne Vasco das Schiff fliegen kann. Hm. Und? Wohin jetzt? Naja. Zum Mars, denke ich. Was? Was? Wir prüfen Inventar deines Schiffs. Das ist echt gerade eine... Warte mal. Stand da gerade, überprüfe den Inventar deines Schiffs? Komisch. Warte mal kurz. Hier ist doch, wo ist hier denn nochmal das Bad? Da drüben. So, gucken, gibt es hier ein Inventar beim Bad irgendwie? Ich würde hier nämlich gern den... Nein, ich wollte nicht... Oh. Stopp. Gibt es hier eine... Ach, wir haben schon so einen Seifenspender, so einen Dreck. Und ich klaue einfach einen. Jetzt fühle ich mich schlecht. Ich dachte, wir hätten sowas noch nicht. Da haben wir irgendwas, wo ich was... Also, es gibt hier mehrere Stauraum irgendwie. Ich glaube, hier gibt es irgendwie... Oder auch nicht. Dann gab es nur da vorne Stauraum? Nur im Captain's Ding? Echt jetzt? Im Captain's Ding im Cockpit. Ich glaube, die Profis nennen das Cockpit... Das Captain's Ding. ich liebe mich manchmal. So. Transfer. Inventar. Bolzenschneider behalten wir. Klimaßband, Notizblock. Schaumstoffbecher kann weg. Seifenspender kann weg. Möchtest du nicht hier drüben mit reinkommen? Möchtest du nicht mit ins Cockpit? Gut, dann... Okay. Ich mache hier aber zu, ne? Weil nur so für den Fall, dass hier irgendwie so, Druckabfall oder sonst irgendwas, irgendwie, keine Ahnung, ne? Also ich trenne mich dann hier vorne ab, ich nehme so an, so... funktioniert es, deshalb gibt es diese Tür. Ich bin dann hier in meinem eigenen kleinen Raumschiff und du versauerst in dem hinteren Teil im All. Ne? Ich hoffe, das stört dich nicht. Gut, so machen wir das, ne? Zack. Ich würde sagen, wir heben ab. Nichts hält uns am Boden. Oh, Schilder aufladen. Yo! Outer Space. Wow. Ach, hier sind jetzt überall Raumschiffe. Ach, wie geil. Okay. Folgende Geschichte. Map. Wir wollen zum Mars. Der ist aber im Sol-System. So. Da navigieren wir jetzt mal hin. Zack. So. Gebe ein bisschen Gas und ich muss mal einmal den, Laser und Dingskrams da rausnehmen, damit ich den Graf-Antrieb tun kann. Damit wir dann auch einen Graf-Sprung machen können. Anscheinend brauchen wir... Die müssen wir die Schilder auch noch wegmachen. Und dann kann es losgehen. War das nicht irgendwie so? Ey, ich hatte es doch... Letztes Mal konnte ich den Graf-Sprung doch manuell machen. Wie war denn das? Wie habe ich denn letztes Mal den Graf-Sprung manuell gemacht? So anscheinend. Yo. Achtung, du trittst in den Raum der
der United Colonies ein. Bitte Kurs beibehalten und auf Scan vorbereiten. Scan abgeschlossen. Landefreigabe erteilt. Cool. Ist das schon der Mars? Mars. Wie kommt es denn, dass wir direkt zum Mars? Wasser. Haben wir denn da Pluto? Ariel. Titania. Miranda. Oberon. Umbriel, ja, beim Uranus. Ich muss tatsächlich sagen, mit den Monden und so, ich will mir die gerade mal durchlesen, weil ich die gerade gar nicht so. Also, ich kenne Triton, Neptun. So. Und ja, ich weiß, es gab schon viel Diskussion darüber, dass Pluto hier als Planet klassifiziert wird. Obwohl der ja als Zwergplanet gilt. Saturn, Uranus, Neptun, Pluto, ja, dann sind wir hier bei Saturn. Seinen schönen vielen Monden. Thetis. Titan. Mimas. Dione. Iapetus. Encladius. Rhea. Okay, gab es da noch mehr? Nee, ich glaube nicht. Dann ist da der Jupiter. Ganymed, Io, die Jupitermonde kennt man irgendwie, Callisto und Europa. Und dann haben wir da den Mars mit zwei Monden, glaube ich, ne? Deimos und wie heißt der? Phobos. Und das ist die Erde, richtig? Erde. Kann man noch zoomen oder so? Mit Luna. So, mal gucken, wie die Erde diese Tage aussieht hier. Noch wiedererkennbar? Ja, doch, noch wiedererkennbar. Guck mal, das ist Afrika, das ist die arabische Halbinsel, das ist Indien. Natürlich. Die Landmarke von London auf der Erde. Interessant. Und der Mond. Habe ich übrigens gerade, als ich das Spiel gestartet habe, auch gelesen, dass da irgendwie so Mondkrater-Bilder von der NASA irgendwie benutzt wurden für das Spiel. Venus und Merkur. Gibt es da was auf Venus und Merkur? Tatsächlich ist ein verlassenes Mineralienwerk. Ich möchte tatsächlich gerade mal einen Abstecher zur Erde machen. Das. Wo ist sie denn jetzt da? Das reizt mich irgendwie. Huch, also ich bin. Also das muss ich jetzt wieder über die Karte machen, ne? Das war das mit dem Landen. Das Landen muss ich über die Karte machen. Ja, ich will aber kurz einmal zur Erde. Lass mich bitte einmal zur Erde landen. Wenn ich darf, da. Ich weiß gar nicht, ob ich darf. Ja, Kurs festlegen nach Erde. Reisen. Ich will einmal zur Erde reisen. Nur so aus Prinzip. Weil Erde geil ist. Also vielleicht nicht mehr so geil. Das ist die Erde. Schick, viel Weltraumschrott hier tatsächlich, wenn man das mal so sagen darf. Das ist aber nicht London. Sehr staubig, schwer noch irgendwas zu erkennen.
Das Problem ist halt nach wie vor das, ne? Oder es hat sich nicht geändert. Es wird bei der Erde hier genauso sein. Es ist halt kein. Oder kommen wir dem Planet doch näher? Ich weiß es halt nicht. Kommen wir dem näher oder nicht? Also, ich habe jetzt doch das Gefühl, dass wir dem Planeten näher kommen, weil dieser Staub halt weniger wird. Man sieht mehr. Es wäre halt echt schön, wenn wir irgendwo dran sehen könnten, ob sich da was tut. Also ob das halt wirklich, ob wir der Erde näher kommen können oder nicht. Ja, auf jeden Fall würde ich da halt gerne mal landen. Auf der Erde. Torpion Level 4. Was jetzt vielen Raumschiffen handeln, wenn es so. Oh, da ist was, da ist ein Gebäude. Jo! Ja, London, wie man es kennt, ne? Wasser. So. Kommst du mit, Sarah? Wir gehen jetzt auf die Erde. Sarah? Ah, sie ist da. Ja, ich weiß nicht ganz, was du dir vorgestellt hast. Das ist mir schon klar. Ich war lange nicht mehr auf dem Mars. Das Sol-System wird relativ wenig bereist. Du, was glaubst du erstmal, wie das... Was glaubst du erstmal, wie das hier sein wird? Wir sind jetzt auf der Erde. Da warst du vielleicht sogar noch nie. Ich habe keine Ahnung. Oh, scheiße, ich hab kein... Wait. Mal nur so eine Idee, ne? Nur so eine Idee. Das sieht besser aus. Erde. Ja, Wiedererkennungswert hoch. Was ist das? Scheint hier auf jeden Fall nicht mehr so gesund zu sein, so das, was man hier so atmen kann. Und auch recht sandig für London. Also jetzt wirklich mal, also London? Nicht schlecht. Gut, wir wissen halt jetzt gerade nicht, wo in London wir gelandet sind. Vielleicht auf dem Golfplatz oder so. Hossa, was ist das für ein Ding? Ist das der Marker? London Landmarke. Landmarke, Landmarke. Hier laufen wir los. Das ist ein sehr großes Gebäude. Ist das ein Hochhaus? Aber das ist nicht hier The Shard. Das ist rund. Und das hier ist eckig. Und es ist auch nicht dieses komische Ding mit dem, dieses komische segelförmige Ding, wo die Fenster so toll reflektieren, dass man sich ein Spiegelei auf der Straße braten kann. Das ist auch nicht. Und das erinnert mich tatsächlich an eine Doctor Who-Folge. Die hat aber nicht auf der Erde gespielt. Sag mal.
Na, irgendwas? Cydonia ist eine Industriestadt. Die Leute sind etwas direkt. Ciao. Cool. Ich dachte, du könntest uns hierzu vielleicht was sagen. Kommt man da echt nicht rein? Das ist ja voll doof. Kann man hier denn gar nichts machen? Es ist absolut eiskalt hier. Ohne unsere Anzüge sollten wir nicht lange bleiben. Deshalb haben wir ja auch welche an, meine Freundin. Können wir da rein? Können wir da vielleicht... Wir können da rein. Yo! Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's richtig los. Bitte können wir... Oh nö, ach man. Ich dachte halt echt, wir könnten hier drin jetzt ein bisschen erkunden. Ich hatte mich gerade richtig gefreut, Mann. Und dann... Oh mein Gott! Was ist dein Problem, Lady, Alter? Sie ist schlimm. Also mit ihr rumzulaufen ist ja echt schlimmer als jedes Horrorspiel. Was sie einem für Jumpscares verpasst. Alter Falter. Aber gut, ich meine, mit Jumpscares ist es auch so eine Sache. Gerade halt, also wenn man. Man erschreckt sich halt deutlich leichter in. Nicht-Horrorspielen als in Horrorspielen, muss man ja auch mal sagen. Obwohl, naja, es geht so. Also in Horrorspielen ist man natürlich sehr empfänglich dafür und erschreckt sich dann schon bei kleinen Dingen, aber der maximale Erschreck-Mount, den hat man halt eben meistens nicht bei Horrorspielen, sondern wenn man sich in so einem Spiel, wo man es halt absolut nicht erwartet, erschreckt. Krass. Ja, schade, dass wir da nicht rein können. Was ist das? Bleivorkommen. Haben wir noch den Miner? Ist das der Cutter? Nee, der... Doch, der Cutter ist das, ne? Ich wollte ein bisschen Blei haben. Ich weiß nicht, ob wir damit jetzt Blei eingesammelt haben. Nein! Scheiße. Also auf der Erde rumlaufen ist gefährlich. Da fällt man leicht in solche blöden Schluchten, aus denen man nicht mehr wieder rauskommt. Lasst euch das eine Lehre sein, falls ihr auch mal auf der Erde rumlauft. Ups. Das ist auch hier wieder meine Let's Play-Kunst, ne? Nur ich kann das so lange... Zipan-Scan, ein Außenpostensignal? Ach was, ach, das kann ich machen. Ha. Okay. Aber wir haben ein bisschen Außenposten auf der Erde, ne? Nur so, weil... Ja, weiß auch nicht. Ist halt eine tolle Sache, ne? Was könnte ich denn hier so bauen? Bewegen will ich es eigentlich gar nicht. Ich hol doch vielleicht Daumen hoch. Aber. Da ist ein Extraktor für Chlor. Wasserdampf. Solararray. Kostet mich das Geld oder so? Ich habe jetzt ein Solararray.
Gefühl. Betriebsschalter. Braucht man sowas? Ein Betriebsschalter? Braucht man sowas? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich nicht aus. Transferbehälter. Gebäude. Außenposten, Luftschleuse. Luftschleuse ist eigentlich immer ganz gut, ne? Wohnmodul mit 4 Wänden. Wohnmodul mit 4 Wänden ist natürlich auch nicht verkehrt. Vielleicht hier so neben, da, so ein Wohnmodul mit 4 Wänden. Oder Wissenschaftswohnmobil. Das ist natürlich cooler, das hat Fenster. Okay, jetzt haben wir ein Wohnmobil. Achso, das können wir noch in der Höhe verschieben. Das finde ich aber ganz gut, so wie es ist. Und können das sogar dann jetzt so... Ah, verbinden. Okay, verstehe, verstehe. I see what you're doing here. Ich würde aber gerne lieber eine Luftschleuse dran bauen, damit wir hier rauskommen. Und genau hier ist das doch perfekt. Also, naja, also wenn, ich weiß, dann ist da unten ein bisschen Zeug, aber so, es ist ein bisschen dämlich hier mit den Gittern, aber es passt so, man kann hier gerade genauso rüberlaufen und dann steckt da ein bisschen Boden, ja, aber hey, geht dann hier so rein. Und dann sagt man so, hier, ne, Luftschleuse, hier einmal, mal zu, machen wir auf. Und dann sind wir hier, tada, in unserem Wohnmodul und können dann einen Blick auf diesen schönen Turm werfen und wohnen dann jetzt hier auf der Erde. Toll, wa? Darauf haben wir gewartet. Einfach mal auf der Erde wohnen. Ach, ist das schön. Danke, dass du nachkommst. Ich würde gerne wieder rausgehen. Ja, bleib du ruhig drin. Tschüss. Ich finde schön, dass sie... Achso, nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, sie braucht keine Schleuse benutzen anscheinend. Das hat mich jetzt ein bisschen schockiert. Herstellung, Verteidigungen, Möbel. Ich habe bisher noch nicht gefunden, ob uns das jetzt hier irgendwo irgendwie Geld kostet. Ach, es kostet uns... Ressourcen? Das ist das Ding. Wie komme ich denn jetzt mit dem da rein? Wie mache ich das denn jetzt? Wie? Entschuldige mal. Wie kann ich denn jetzt das da rein platzieren? Wie kriege ich das denn da rein? Achso, jetzt bin ich im Baum. Warte, ich muss so. Dann gehe ich rein wahrscheinlich. So. Und jetzt gehe ich hier ran, oder was? So, und jetzt kann ich ihn. Sehr schön. Ah, cool. Sehr sexy. Ich finde den hier gar nicht schlecht. Tun wir dann da so hin. Haben wir dann Sessel immer hinten? Sofa? Drehen? Nee, das ist falsch. Sofa, welche Varianten gibt es da? Ach, so schön. Drehen. Und ja, ich weiß. Wir haben eigentlich was völlig anderes zu tun. Wir wollen auf dem Mars und ich mache mir erstmal auf der. Richte mir erstmal auf der Erde eine Wohnung ein. Ich weiß, ich bin etwas. Ich sollte dringend meine Prioritäten klären. Wie Ron es ausdrücken würde. Ein Doppelstockbett, das wäre perfekt. Brauchen nur Ressourcen dafür, damit wir es halt dann mit ihr zusammen dann nutzen können. Oder halt ja, oder sie muss auf dem
Sofa schlafen. Wir nehmen einfach das hier, weil das irgendwie ganz nett aussieht, die Pritsche. Oder ich finde... Oder das Ding. Ich finde eigentlich die Pritsche hier ganz... nicht die, die. Ich finde, die macht eigentlich was her. Ist eigentlich ganz cool. Ich würde es vielleicht mal hier so hinstellen. So da. Hat ein bisschen Ausblick. Oder genau, ja, vielleicht eher so hier so in die Ecke. Da hat man ein bisschen Ausblick. So. So. Und machen wir da irgendwie so eine... Vielleicht kann man hier irgendwie so einen Trenner machen. Irgendwie so einen Raumtrenner. Ja, perfekt. Mist, ich kann jetzt nicht... Okay, gibt es was anderes, das wir uns leisten können? Was ein Dreck. Scheiße, wir haben kein Stuff dafür. Ich würde so gerne... einen Kühlschrank! Hier sind das Bett. Ich hätte gerne halt einen Raumtrenner da drin. Ich würde nicht so... Ich will nicht mir alles so mit ihr teilen müssen. Ein Diagnosegerät. Aber das ist auch ein doofer Raumausstellungspuppe. Schaukasten. Kann man halt so doll durchgucken trotzdem. Sonstiges. Crewstation. Landeplatz klein. Ich finde die Crewstation gar nicht mehr verkehrt, weil das ist ganz gut. Das können wir. Nein, das ist nämlich genau nicht für dich. Du kriegst gleich einen Schlafsack, meine Freundin. Kriegst gleich einen Schlafsack. So, wir machen das hier so hin. Da. Zack. Clever. Finde ich auch. Der Außenposten hatte das Upgrade bitter nötig. Finde ich nämlich auch. Guck mal, weil dann haben wir dann jetzt die Crewstation. Das ist das mein Bereich. Und auf der anderen Seite darfst du dein Bett haben. Möchte ich auch nicht verwehren. Du kriegst einen Schlafsack. Und so. Oh. Wir können es. Entschuldigung, ich kann mir den Schlafsack nicht mehr leisten. Es tut mir sehr leid. Was fehlt mir denn? Fasern. Wir brauchen Fasern, Lady. Wir brauchen Fasern. Dann kann ich dir ein... Ah, schöne... Ey, keine Sorge. Ich bin nicht böse, dass du jetzt auf meinem Bett schläfst. Wir nehmen das Sofa. Komm, wir gehen los. Es ist, wir wollen eigentlich... Wir wollten auf den Mars, Lady. Wir wollten auf den Mars. Wir sollten da auch hin. Allerdings, ja. Es ist natürlich eher wieder erst eine Sache der nächsten Folge. Es tut mir sehr leid, Leute. Es tut mir wirklich sehr leid.